Yeah. Ah, ich muss hier noch drücken. Dynamisch. Live gehen. Dann hier noch. Okay. Eins, zwei. Kopieren und hier einfügen. Einfügen. Was ist das denn? Okay, gut. So, dann wir sind bereit. Ja, wir grüßen euch und wir wissen, dass wir immer in der Forschung sind. Wir überlegen, wie wir schöner leben können, der Sinn des Lebens, unser Auftrag. Und ich mache das immer so, dass ich einfach meine Wahrnehmung, meine momentane Wahrnehmung auch mitteile oder in Felder, ich nenne es in Mysterienschulen, einfach teile und dann gibt es ganz tolle neue Erkenntnisse, ne? Also ich mache das nicht allein, weil es dann immer begrenzt ist, ne? Während jetzt eben mit Samin Klaus und Regina und anderen ist für mich dann reicher. Also eine Beobachtung, was ich oft gehabt habe, ist, wenn man früher gesagt hätte, oh, du kannst von Deutschland mit jemand sprechen, der in Australien lebt, ne? Dann hätten die einfach den Vogel gezeigt, ne? Aber natürlich kann man. Die Australier machen das sowieso, die Aborigines, ne? In der Fernkommunikation, ne? Das ist Natur, das ist das Internet der Natur und das funktioniert. Aber weil wir nicht so ganz uns vertrauen, unserer Intuition, die Natur vertrauen, uns vertrauen, hat das Leben gesagt, dann entwickeln wir Telefone, ne? Und Handy und Internet, damit uns klar wird, dass wir fern kommunizieren können, ne? Und haben wir es verstanden? Ja, nicht so ganz, ne? Weil wir immer noch das Internet der Natur noch nicht erkennen, ne? Oder noch nicht erkannt haben, ne? Wie das funktioniert. Und dann entwickelt sich alles immer weiter, ne? Und jetzt eben eine Herausforderung ist für mich, ich mache den Text hier, dann kann ich das vorlesen. Eben, man hat eben die Computer entwickelt und Software entwickelt. Es gab einen Typ, der Software entwickelt hat, produziert und verkauft, ne? Und während der eine gesagt hat, ja, ich gehe auf Leistung, das ist der Steve Jobs von Apple, ne? Hat der andere gesagt, na, ich möchte ein bisschen mehr Geld verdienen, ne? Und dann hat er irgendwie den Raum geöffnet in seine Software, dass Viren kommen können, ne? Und gefährlich sein können. Angst, Viren. Und dann hat er gesagt, kein Problem, macht euch keine Sorgen, ich entwickle jetzt ein Antivirusprogramm und verkaufe es auch. Ne? Also, dann doppelt und dreifach Geld verdienen. Ne? Und diese Person ist dann natürlich auf die Idee gekommen, dann noch mehr Geld zu verdienen, schon vor 20 Jahren. Dachte natürlich, es gibt Viren in Maschinen, okay, aber ich könnte auch biologische Viren auch entwickeln, ne? Weil da habe ich dann Zugang nicht nur durch Computer, sondern mit allen Menschen, ne? Und natürlich dann werde ich verkaufen biologische Antivirusprogramme, also Impfungen, ne?
Und deswegen, Viren sind natürlich informierte Moleküle und also biologische Software, so wie wir das jetzt in Covid kennen. Ne? Aber eben, ich denke, dass es auch eine Herausforderung für uns ist. Ne? Also in der Natur, wir können auch Viren oder Katastrophen oder erzeugen, wenn wir etwas lernen sollen. Ne? Oder ja, große Probleme oder Naturkatastrophen. Ne? Unser Bewusstsein kann Probleme erschaffen, Viren, um das Bewusstsein zu entwickeln, damit durch das Leid etwas Neues entsteht. Ne? Und dann denke ich auch, okay, dann sind wir vielleicht, ja, und die Natur schafft natürlich, wenn das Bewusstsein sich entwickelt hat und die Katastrophen nicht mehr notwendig sind, dann schafft er die Antiviren, ne? Die Antivirenprogramme und bestimmte Sachen entspannen sich, ne? So wie auch viele Seuchen. Ne? Und dann denke ich, okay, die Natur kann das erschaffen und auch dann heilen oder Antivirenprogramme entwickeln. Dann sind wir auch in der Lage, eventuell, das ist meine Frage, in Labor entstandene biologische Viren durch unser Bewusstsein zu verändern. Das ist meine Frage, das ist meine ja, Feststellung. Und dazu lade ich ein. Ne? Bitte schön, ich gucke kurz, ob alles richtig läuft. Ja, Bitte schön. dann. Ich bin aufgeregt, muss ich sagen. Ja. Eine große Sache und eine mächtige Wahrnehmung. Jo. Bei mir kommt sie als Wahrheit an. Und ich denke auch, dass wir mit unserem Bewusstsein das Ding umprogrammieren können. Ich glaube, die Regina hat mal erzählt, ich weiß nicht, ob du das weißt, Regina, dass man vom Rechner die Abstrahlung und sowas auch umwandeln kann. Und ja, da würde ich jetzt ansetzen, also in Verbindung gehen und dem Ganzen einen anderen Sinn geben. Welchen? Das war die erste Frage, die sich aufdrängte. Wohin soll dieser Virus verändert werden? Also bei mir kommt, er könnte Bewusstsein schaffen. Er könnte so anpacken, dass er die Menschen dazu bringt, in höher zu schwingen, in eine andere Bewusstseinsenergie zu gehen. Das heißt, dieser Virus dürfte in Liebe umgewandelt werden. Ja? So dass er dann andockt. Corona heißt ja auch der Schein, ja? Also in der Aura. Ja? Ja. Ja, so dass also praktisch aus der Aura, wieder ein solch ein Liebeselixier wird, ja, dass das Bewusstsein durch die Schwingung um einiges angehoben wird, ja, einfach durch diese Liebe, wir haben so viel geschaffen, wie Geborgenheit, Sicherheit, ja, Wohlgefühl,
Und das ist alles dann mit in diesem Virus enthalten. Ja, das, was wir erschaffen haben. Ja, und da kommt ein unwahrscheinliches Glücksgefühl. Ja. Ja, ja. Ich kann dann nicht anders als lachen, weil ich dann dieses Glücksgefühl so stark in mir habe, weil ich weiß, es ist stimmig. Es läuft einfach. Ja? Ich muss gerade mal nachfragen, was Corona, der Schein, übersetzt. Also der Schein im Sinne von ich erscheine oder ich strahle oder der Schein trügt. Nein, ich habe, nachdem ich immer in der Wahrheit bin, gibt es nur einen Schein. Okay. Die Ausstrahlung. Ja. Okay. Ja, schön. Krone heißt es ja auch in gewisser Weise. Ne? Ja. Aber die Ausstrahlung, da würde ich gerne anknüpfen. Das finde ich sehr wichtig, dass wir ein Sendungsbewusstsein entwickeln. Also in der heutigen Zeit ist sehr viel Konsum. Wir nehmen durch die Augen zum Beispiel Dinge auf in unser Leben. Und so ist es auch gedacht, dass wir, oder durch die Ohren genauso. Und so sind wir Konsumenten auch dieses Virus. Aber wenn wir in dieses Sendungsbewusstsein gehen, ausstrahlen und wissen, wir sind im Grunde genommen die Software in diesem Körper, ja, strahlen aus, ganz andersrum, also einfach mal umdrehen. Ja, wir strahlen aus, ja. Wir strahlen aus, was wir sind. Ja, also aus Augen zum Beispiel, strahlen sogar durch die Ohren. Ja. Strahlen. Also diese Leuchtturm auch, der ausstrahlt und dann verwandeln kann. Ja, also wir gehen aus dem Nehmen raus, ja, wir sind ja immer nur der Nehmer gewesen. Ja, und jetzt gehen wir in das Geben rein. Ja? Wir geben die Liebe, wir geben die Veränderung, ja? Wir geben die Gesundheit, wir geben die Wertschätzung. Ja? Und wunderbar, wunderbar. Wow, schön. Wow. Eben, das ist das perfekt, ja. Schön, dass ihr das gesagt habt, dass ich das so jetzt nicht... Eben, indem wir strahlen, natürlich, das ist die Stärkung des Immunsystems. Wenn wir strahlen, wir setzen entgegen, dass wir bis jetzt immer dachten, wir müssen was bekommen. Ne? Alles muss uns nähren, wir wollen konsumieren, wir wollen bekommen, aber seliger ist geben. Und wenn wir geben, strahlen wir und sind wir geschützt. Es ist eine Schutzmöglichkeit. Wenn man strahlt, dann wird das eigene Zuhause nicht besetzt. Oder man bekommt durch den Konsum, kommen einfach alle diese Energien rein, an denen wir ausgesetzt sind. Ne? Mhm. Ja, so ist es. Ja, und dieses Strahlen, das ist ja auch messbar. Also ab so und so viel, ich habe jetzt die Herzzahl nicht im Kopf, aber ab so und so viel Herz erreichen dich die tiefer schwingenden Dinge einfach nicht mehr. Mhm. Richtig, ja. Ja, das heißt in diesem Kontext, dass es jetzt, eben, was können wir tun aus der Sicht der Bewusstsein für diese, ja, in diese Lage, wo die Existenz uns dieses Thema gegeben hat, ne? Wir sind in einer großen Herausforderung und eben das Immunsystem klar stärken, das Strahlen stärken. Das heißt, das geht nur auf individuelle Art und Weise. Oder können wir auch etwas tun, um diese Energien ein bisschen zu schwächen? Wie gesagt, ich habe das hier für Teneriffa gemacht und das sind die Zahlen. Ich habe das auf energetischer Ebene gemacht. Das sind die Zahlen, der durch die Test der Viren gleich runtergegangen. Ne? Mhm. Habe ich das schon zweimal gemacht und zweimal ist runtergegangen. Das heißt, können wir das auf individuelle Art sowieso machen und können wir das auch
in erweiterte Ebene oder nehmen wir den Leuten Möglichkeiten zu wachsen, wenn wir das auch auf Territorien das ausbreiten? Du meinst, dass dann schon wieder was Neues erschaffen wird, wo wir wieder hinterherhinken? Ja, eben. Wenn wir die Lektion nicht lernen, dass wir fernkommunizieren können, dann wird und die Fernkommunikation in unser Körper dann implantiert. Ne? Irgendwann mit dem Transhumanismus, man zwingt uns, was die Natur von Natur aus machen sollten, weil wir haben das Verständnis dafür, weil wir gehen irgendeinen Kompromiss. Okay, ich möchte nicht die Natur erkennen, mein Internet entwickeln, kommunizieren ohne Telefon, dann bin ich bereit zu akzeptieren, dass man mir irgendetwas implantiert oder meine DNA, mein Genom manipuliert, damit ich dann das machen muss oder gezwungen bin. Ne? Mhm. Und die Geld machen wollen, okay, ihr habt schlechtes Gewissen, dass ihr diese Wahrnehmung, Intuition oder wie es jeder nennt, das Göttliche nicht fühlt, das Herz nicht fühlt, dann dieses schlechtes Gewissen wollen wir euch verkaufen, indem wir euch etwas implantieren oder irgendwelche Nanopartikel geben, damit ihr das dann euer Gewissen entspannt ist. Ne? Also meine Information, also das, was jetzt bei mir ankommt, ist tatsächlich in Verbindung zu gehen und ein neues Programm zu schreiben. Also ein neues Programm für die DNA oder? Nee, für den Virus. Ja, was das Gleiche ist, ne? Also, Mhm. Aber ich habe höchsten Respekt, ich habe Herzklopfen. Ja. Mhm. Ja, aber eben das Antivirus, es gibt Virus und Antivirus, das Antivirus ist Teil des gleichen Spieles auch. Ne? Während wenn wir ein neues Programm schreiben, und wie interagiert er dann mit den... Das ist es. Können wir alles auffangen? Ja? Also praktisch die Lernaufgaben, können wir die mit reinpacken, eben auch mit dem Bewusstsein, das wir erarbeitet haben, ja, sodass diese Menschen darauf aufbauen können. Denn sonst wird das ein Ping-Pong-Spiel, ja, dann muss wieder irgendetwas Neues erschaffen werden, wir dürfen wieder was Neues erschaffen und so weiter. Es muss jetzt wirklich endgültig erledigt werden. Das heißt, wir müssen solch eine gute Arbeit leisten, dass das nicht mehr gebraucht wird, dass etwas Neues erschaffen wird, was ja schon in Vorbereitung ist. Und wie sollte dieses Programm aussehen? Das heißt, dass jeder strahlen soll, weil es nicht vorgesehen ist, dass man nur empfängt, nur konsumiert, dass man nicht nur Fernsehen guckt, sondern dass man Fernsehen macht, was ich seit 25 Jahren mache, weil wir machen. Ne? Und eben, dass man sendet und nicht mehr konsumiert, so passiv empfängt. Ne? Also was wäre die Inhalte dieses neues Programm, dieses Virenprogramm? Weil die Natur eben erschafft ständig. Also Viren eben sind eben biologische Programme. Ne? Und da werden, da wird einfach informiert, ne? Die Moleküle werden informiert und dann fängt es an. Ne? So, und diese Viren, welche Programme haben die? Krank machen. Sterblichkeit auslösen. Na, wenn wir ein Programm erschaffen, wo jeder strahlt, verschwindet Krankheit.
Ja, ich meine, wollte jetzt nur gerade mal von dem Ist-Zustand ausgehen. Okay. Ja? Um das vielleicht noch mehr besser zu begreifen, um dann zu transformieren. Ja klar, wir brauchen dann auch nicht zu sterben, weil durch die durch die Dualität mussten wir immer ständig mit uns streiten, um was zu lernen. Ne? Und dann wird der Mind gelöscht durch das Sterben und nur, das ist ein Filter, das Essentielle bleibt. Nur die Erfahrungen, die genetisch dann weitergegeben werden. Ne? Mhm. Und das heißt, das Sterben wird auch in diesem Sinne überflüssig werden. Ist so richtig? Das zumindest das vorzeitige Sterben würde ich mal eher so definieren. Ja, ich würde das gerne mal machen, einfach dieses Sendungsbewusstsein, weil man kann viel darüber sprechen. Ich finde das noch sehr ungewohnt. Also ich übe das häufiger, aber einfach mal in dieses Bewusstsein auch mal zu gehen, jetzt als Übung, dass wir wirklich wie so eine Software in der drin sitzen, vielleicht im Kopf, ist nicht der Platz. Und dieser Körper ist die Hardware sozusagen. Und wir sitzen da innen drin und strahlen von innen nach außen. So rum überhaupt mal in so ein Bewusstsein zu gehen. Wenn ihr möchtet, könnten wir das mal machen. Mhm. Dann sind die Augen wie so Fenster, durch die wir durchgucken. Als wenn wir in einem Raum sitzen und durch die Fenster gucken oder in einem Auto, da guckt man auch durchs Fenster raus. Und wir sitzen da drin als Energiewesen und strahlen nach außen. Wenn ihr wollt. Ja, mach mal, ja. Von mir aus. Einfach diese Erfahrung. Sag es vielleicht nochmal oder begleite es einfach. Ne? Ja. Also in Indien ist das zumindest gang und gäbe. Da heißt es, die machen oft einen Punkt in die Mitte der Stirn, dass dort die Seele sitzt. Wenn wir uns das mal vorstellen, dass die Seele nur ein kleiner Energiepunkt ist, voller Energie und dieser Körper wie so ein Leuchtturm, in dem die Seele dann sitzt. Und sie strahlt Energie aus durch die Augen und auch durch das dritte Auge, so wird es in Indien zumindest gesagt, strahlt die Seele von innen nach außen. All ihre Qualitäten, Frieden, Liebe, Kraft, also Energie, Licht strahlt sie. Dadurch durchflutet sie die ganze Atmosphäre mit Licht. Kann auch verschiedenfarbig sein, weißes Licht, farbiges Licht.
Ja, in diesem Bewusstsein können wir ja bleiben, die Unterhaltung fortsetzen. Ich habe das so gelernt in der Raja-Yoga-Meditation, dass es sogar gut ist, das auch mit offenen Augen zu machen, weil man dann noch besser strahlen kann durch die Augen. Und dass man das so im alltäglichen Leben, beim Autofahren ist es vielleicht ein bisschen ungünstig, wenn man sich auf sowas konzentriert, dann ist das Unfallrisiko doch da und sich zu stark da so in eine andere Ebene begibt. Aber ansonsten, dass man das schon so im täglichen Leben umsetzen kann, dieses Bewusstsein. Ja, das heißt, wir senden diese Informationen in den Felder, in das richtige Internet. Und das Programm, also wir geben unsere Impulse, sich ein Programm entwickelt, wo jeder diese Sendekraft spürt. Senden, aussenden, aussenden. Wenn man aussendet, verkauft ja niemand was. Ne? Und was natürlich schon geschieht, weil vor 25 Jahren waren wir also die Einzige, die Live-Sendung, Fernsehsendung gemacht haben. Ne? Jetzt machen das aber alle. Wenn ich beobachte, dass überall da hat jemand Lust zu tanzen, geht live auf Sendung und tanzt. Ich zeige euch meine Freude. Ne? Das heißt, die Welt ist schon ein bisschen auf dem Weg und diese Sendekraft, wenn wir das jetzt als Programm, ich werde ein Bild malen mit der für dieses Programm, ne? Ein Farbzeichenbild malen und damit sich das erweitert, weil es ist klar, wenn man sendet, wenn jeder sendet, strahlt die eigene, man kann ausstrahlen nur die eigene Liebe, die eigene Fähigkeiten. Ich kann nicht jetzt Klaus-Fähigkeiten ausstrahlen, das ist das Ding. Ne? Und komischerweise, das Bild der Virus ist noch nie ein Bild eigentlich gemacht worden, ist nie entdeckt worden, hat auch diese Knöpfe, ne, nach außen, ne? Komischerweise. Ne? Und und deswegen dieses Programm, dass jeder die Informationen bekommt, zu strahlen, die Aura zu erweitern, das elektromagnetische Feld zu erweitern, das ist einfach der Beginn einer Glasfaser, dass wir unsere Glasfasernetze ausweiten. Ne? Dass wir, ich habe jetzt hier 1 Gigabyte Glasfaser, ne? Das ist wow, genial. Ne? Also schnelles Internet hier in Teneriffa. Und dass wir eben in den Äther diese Impulse geben, stelle dich darauf ein, auszustrahlen, damit du nicht mehr schlucken musst, damit du nicht mehr empfängst Sachen, was anderen entwickelt haben. Ne? Und wenn du strahlst, dann empfängst du sowieso die richtigen Sachen, weil die empfängst du aus dem Äther, aus dem Bewusstsein, schon gereinigt, gefiltert und würdest nie wiederholen, was der da gesagt hat, sondern du fühlst die Sache und du sagst das da mit deiner Stimme, mit deiner Strahlkraft. Ne? Und das ist natürlich der Riesenunterschied. Ne? Und das ist eigentlich das Prinzip auch des Immunsystems. Ne? Das Immunsystem ist eigentlich ein Angriffssystem, wollen wir das verändern. Ne? Angriff im Sinne, wenn du strahlst, dann kann dich niemand angreifen, weiß gar nicht, wohin er reinkommen soll. Ne? Da haben Viren keine Möglichkeit, Ratten oder ähnliche Ungeziefer können nicht in dein Sein besetzen oder dein Körper besetzen, weil da ist jemand drin, der ständig Impulse gibt, singt, tanzt, fühlt und nicht im Mentalen gefangen ist. Ne? Weil immer wenn wir im Mentalen sind, anfangen zu denken, dann zieht sich der Energiekörper zurück. Ne? Und während wenn wir am Fühlen sind, am Fühlen, am Wahrnehmen,
weitet sich auch unser elektromagnetisches oder biomagnetisches Feld aus. Ne? Ja. Wow, wir sind echt gut, oder? Ja, und so wie ich es wahrnehme, ist es auch so, dass es dann keinen Ping-Pong-Effekt gibt, weil dadurch, dass wir strahlen, die Dualität anfangen zu verlassen. Ja. Mhm. Ja, klar. Genau das ist es. Ja, ja, ja. 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 Und das können wir programmieren, unsere eigene Software können wir auch selbst programmieren, indem wir die Aufmerksamkeit auf diese Dinge richten. Ich kann mir jederzeit sagen, ich programmiere mich mit Frieden, mit tiefem Seelenfrieden, programmiere mich mit bedingungsloser Liebe, erwartungsfrei. Das ist ja auch das Senden dann. Und das, so können wir uns ständig programmieren. Heute ist mir ein Spiel eingefallen, was man da gut machen kann. Es gibt so ein Spiel, ich packe in meinen Koffer und dann macht immer der eine, der wiederholt das dann vom anderen, auch so für Familien vielleicht, weil wir jetzt so viel zu Hause sind. So kann man das auch spielen. Ich programmiere in meiner Seele oder in mir Frieden. Und dann sagt der Nächste, Samin zum Beispiel, du kannst jetzt was sagen, du kannst dann wiederholen. Und dann nochmal deins dazu geben. Ich programmiere Lebensfreude. Nee, dann müsstest du sagen jetzt Frieden und Lebensfreude. Frieden und Lebensfreude. Und dann ist klar. Vielleicht ja, also ich programmiere jetzt meine Zellen auf Frieden, Lebensfreude und Wahrheit. Und sieht's? Ich programmiere meine Zellen auf Liebe, Lebensfreude, Wahrheit und ein Grappa nachher. Hast alles falsch gemacht. Den Frieden hast du vergessen. Du bist raus. Ich bin allein ohne dich weiter. Oh, bin ich jetzt raus. Ich habe aber noch, ich hab noch einen wichtigen Impuls. Für Menschen, die das vielleicht zum ersten Mal machen, die nicht meditativ oder strahlend erfahren sind. Ich habe gemerkt, wenn das Vertrauen fehlt, bleibt das Abstrahlen in deiner Sphäre. Du brauchst dieses Vertrauen, dass es da hinaus darf und auch geht. Mhm. Ja, also eben, ja. So ein Feedback von dem anderen, indem der Augenkontakt da ist, ja, indem der andere eben auch angesprochen wird, einem göttlichen Funken. Ja, und dann entwickelt sich ja Vertrauen. Vertrauen in das, was wir tun. Ich denke immer so in das Tägliche, ne? Wie man das einfach machen kann. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Reihe, ich bin immer für Details, ne? Und da war ich jetzt drin ein bisschen, ne? Wie kann ich das jetzt aufbauen? Wenn ich sage, so, ich strahle jetzt in mein Familiensystem, was kann ich da geben? Ne? Was kann ich strahlen? Was halte ich zurück in mein Familiensystem? So, dass wir das vielleicht mal üben. Jetzt strahle ich zum Beispiel in mein Ahnensystem ein bisschen weiter über die Grenze hinaus, was kann ich da ausstrahlen? Das Ahnensystem braucht Frieden. Also ich bin immer für diese gezielte Erfahrungen, ne, die, wo ich sofort auch, wo ich dann so eine Resonanz bekomme. Ne? Oder ich bin bei der Arbeit. Was kann ich bei der Arbeit jetzt ausstrahlen? Ne? Aha, da könnte ich ein bisschen Freundlichkeit ausstrahlen. Ah, da könnte ich, dass wir uns, also diese Entwicklung, dieses Programm, könnten wir das entwickeln. Und wir machen das sowieso mit unserer Wertschätzungsforschung. Das könnten wir dann in die Strahlenforschung, dass wir Erfahrungen machen,
ich bin bei mir zu Hause. Strahle ich bei mir zu Hause? Wie könnte ich bei mir zu Hause strahlen? Kann ich mich ausdehnen in mein Zimmer? Kann ich mich in meine Wohnung oder Haus ausdehnen? Was kann ich meine Wohnung geben? Wie kann ich strahlen? Ne? Dass wir eben nicht auf die Idee kommen, oft das Strahlen, so wie er gesagt hat, oder Regina am Anfang, dass es einfach geben ist. Was kann ich jetzt meine Wohnung geben? Ah, ich gebe da ein bisschen Licht, da gebe ich ein bisschen, so wie eine Wohnung einrichten. Ne? In mein Umfeld, ne, meine Nachbar, was kann ich zu meinem Nachbar strahlen? Also allgemein ja, aber ich wurde dann ein richtiges Programm, weil wenn man ein Schreibprogramm entwickelt oder ein Videoprogramm, da gibt es einfach diese ganzen Punkte. Ne? Und praktisch ein Programm zu entwickeln, wie du ins tägliche strahlen kannst, wenn du, bevor du isst, was kannst du dem Essen strahlen, ne? Informationen geben. Ne? Ja. Wenn du den Himmel abends siehst, ne? Ich meine, ihr seht den nicht, aber ich sehe den Himmel hier immer, die Sterne. Ne? Ja, Quatsch. Was kann ich jetzt den Himmel geben? Ne? Und wenn ich in der Natur spazieren gehe, sehe ich einen Baum, was kann ich dem Baum geben? Ne? So immer diese Bewegung hin, das ist genial. Ne? Diese Definition eben, Regina, was du auch zu Beginn ganz klar gesagt hast und was wir jetzt erweitern. Ne? Das heißt, ich würde ein richtiges System aufbauen und ein Programm schreiben. Man kann eine Ausbildung, man kann das einfach in Forschung oder wie wir möchten, die Forschung des Strahlen. Ne? Wenn du strahlst, die Sonne wird nie angegriffen, da kommt niemand nicht mal nah. Ne? Wer kommt an der Sonne nah? Da verbrennt sich alles. Ne? Also niemand kann da irgendetwas Manipulatives machen. Ne? Mhm. Für mich gerade wichtig, auch für unseren Körper strahlen. Ja klar, jetzt verstehst du, was Klaus jetzt verstehe. Danke, Samin. Eben, wenn ich jetzt sage, mein Herz soll strahlen, ne, dann aktiviere ich mein Herz für Strahlen oder meine Entspannung soll strahlen. Ja, okay, das geht jetzt vom Körper aus, klar. Mein Bauch, meine Hände, meine Augen können strahlen, ja. Alles? Ja. Okay, das heißt, ich sehe das einfach so, dass das Programm erstmal eine Reihe von Hinweisen sind, so wie eben das Spiel von Klaus, dann Ideen und Impulse, wie man ins tägliche 24 Stunden sich auf Strahlen einstellen kann, auch beim Schlafen. Irgendjemand wird das auch machen können, wie man beim Schlafen strahlen kann. Ich strahle mit meinem Schnarchen und alle böse Sachen rennen weg. Ne? Und eben, es gibt viele, die diese Schlafforschung machen. Das heißt, man könnte eine richtige, also so verstehe ich Programme, diese Programme, die frei sind, wie heißt das, wo der Code frei ist. Ne? Es gibt, was weiß ich, jetzt Windows wird verkauft, ne? Aber Linux
ist hat einen freien, wie heißt das? Eine Lizenz drauf. Ja, bei Windows braucht man eine Lizenz, aber es gibt viele Programme, die jeder weiterentwickeln kann. Ne? Die haben den Quellcode. Der Quellcode ist frei, ne? So dass die Leute das auch weiterentwickeln können. Ne? Und das heißt, das könnten wir einfach tun. Das fände ich ein Programm zu entwickeln mit tausend von Ideen und Impulse, wie wir 24 Stunden strahlen können. Weil das ist klar, das ist garantiert. Wenn ich strahle, denke ich nicht. Und man kann mich nicht erreichen, manipulativ. Und die Dualität ist dann nicht mehr, ist überflüssig, weil ich strahle die ganze Zeit. Also diese Impulse sollen jetzt in den Äther gehen, alle Leute, die Interesse haben, das auch zu tun, weil da müssen nicht immer diese Leute Programme schreiben. Also Bioprogramme zu schreiben, das können wir auch, machen viele sowieso, aber wir wollen das auch ein bisschen bewusster machen, dass wir auf all diese Herausforderungen mit Bewusstsein, nicht nur mit Ärger oder mit Passivität oder mit Enttäuschung oder mit Kampf, sondern durch Professionalität auch entgegentreten und dass wir die Faulheit der Menschheit zu lernen, damit die Technik nicht immer unser Bewusstsein ersetzen muss oder vorgaukeln muss, wie das funktioniert. Und dass das Transhumanismus nicht mehr notwendig sein wird, weil wir das besser können. Ne? Also da braucht man nicht 500 Milliarden, um irgendetwas zu entwickeln. Das machen wir, wenn wir aktiv sind, zack, ne? In solche Mysterienschulen oder wo wir eben zusammenkommen, in Liebe und Unschuld, dann können wir diese Sachen auch machen. Ne? Ja, also die Grundlage, die ist gelegt, wie heißt das, Fundament ist gelegt. Wenn wir das nicht machen, dann macht ihr das bitte. Irgendjemand wird das schon dafür arbeiten müssen oder arbeiten. Das macht Spaß, aber wir können das auch gerne tun oder zusammen, egal mit wem oder wer auch da Lust hat. Wer will das letzte Wort haben? Ja, Reinigung ist vielleicht ein gutes Wort auch dafür, das zu reinigen oder zu, ja, das fiel mir jetzt so, kam jetzt bei mir so, dass man auch Reinigung aussendet. Also Reinigung von diesen, das sind ja Unreinheiten im Grunde genommen, die wir. Mhm. Ja. Mhm. Sabine, wolltest du was sagen? Also du hast die Hand gehoben. Okay, dann war deine Seele. Okay, ja, dann vielen Dank. Also wunderschön, wie effektiv wir sind. Es ist unglaublich, dadurch, dass wir regelmäßig zusammenarbeiten, ihr könnt auch dazu kommen, zusammenwirken, hat sich dieser Gleichgewicht erstellt und das, was jeder sagt, kommt so in die Ergänzung, dass ich einfach staune. Ne? Okay. Ja, dann Dankeschön und auf gutes Wirken, auf gutes Strahlen wünsche ich uns. Verstrahlt. Ja. Bis demnächst. Bis dann. Okay. Ja. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss.